Dateien markieren, denn ich will aufräumen mit den Dateien im Windows Explorer. Mein Name ist Birmin Lehner. Ich bin hier gerade im Ordner Lissabon, das sehe ich hier links oder hier oben beim Dateipfad und ich möchte alle Dateien markieren und nachher irgendwohin verschieben. Am schnellsten geht so, ich klicke irgendeine Datei an, Ctrl-A, dann sind alle blau, also markiert und jetzt kann ich irgendetwas damit machen. Entweder in den Kübel werfen oder duplizieren oder ausschneiden. Natürlich ginge das auch mit einem Rechtsklick und ich könnte die Bilder drehen oder in die Dropbox verschieben, aber zuerst müssen sie markiert sein. Man kann auch anders markieren. Man ist versucht, hier oben links zu beginnen mit der Markierung, aber das funktioniert nicht immer so perfekt, denn der Windows Explorer meint bereits, Sie möchten Bilder verschieben. Ich beginne häufig hier unten im weißen Bereich und markiere von unten zuerst nach oben und dann nach links. Achtung, wenn man nicht schön ganz rechts beginnt, dann hat man natürlich nicht alle Bilder erwischt und die hier wären dann nicht markiert. Ctrl-A war aber das Schnellste. Wenn ich einzelne Bilder markieren will, Achtung, das ist noch tricky. Ich klicke auf ein Bild, drücke jetzt die Ctrl-Taste, wähle das nächste und noch eines. Das ist soweit gut, aber Achtung, wenn ich aus Versehen auf ein Bild und ich klicke nun auf das Bild und ich ziehe einen Millimeter daran und dann sehen Sie, es erscheint hier eine 4. Ich lasse Maustaste und Ctrl wieder los und wusch, die Bilder werden kopiert und man erschrickt. Natürlich könnte man jetzt einfach alle Bilder, die hier eine Kopie erhalten haben, wieder löschen. Was auch geht, ganz schnell, drücken Sie sofort danach Ctrl-Z für zurück, dann macht Windows das wieder zurück. Jetzt will ich nur einen Bereich markieren, also von hier bis hier. Wenn ich das jetzt hier so einfach, eben, das geht irgendwie nicht richtig. Aber ich klicke auf das erste Bild. Und bevor ich auf das nächste klicke, drücke ich dazu noch die Shift, also die Großschreibtaste. Und jetzt sind alle Bilder dazwischen markiert und ich kann nun mit diesem wiederum machen, was ich will. Das war's.